Yo guys, what's up? Ganz kurz, Info. Fett verkackt. Ich komme die ganze Zeit bei den Introductions auf falsche Partnamen, von wegen den Zahlen her. Und zwar liegt es daran, weil ich vergessen habe, den 4. Part hochzuladen, den 5., den 6. schon hochgeladen habe. Das habe ich jetzt schnell bearbeitet. Sobald dieser Part hier online ist, und das ist der, ja, das sage ich gleich. Ja, auf jeden Fall habe ich das da irgendwie was verwurschtelt. Ich dachte so, hä, habe ich den gar nicht aufgenommen? Habe ich aber. Habe ich den nicht gerendert? Habe ich aber. Was war? Ich habe ihn nur nicht hochgeladen. Komische Sache, aber jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Ich habe das alles andere behoben. Das sollte bis jetzt klar sein. Noch zwei andere wichtige Dinge. Erstens, warum sieht auf 1080p meine Aufnahme immer noch nicht so gut aus, wie normal sie auf 1080p sollte? Ich habe gerade bei meinen Record-Einstellungen nochmal geguckt. Und zwar ist es so, dass bei mir jetzt standardsmäßig, und das habe ich nicht gewusst, 720p drin ist, obwohl ich die ganze Zeit auf 1080p gerendert habe. Für die Leute, die sich damit auskennen, ihr habt's verstanden, für die Leute, die sich damit nicht auskennen, ist, wenn ihr ein Video habt, das nur 720 Pixel hat, ja, stellt euch vor, ihr habt ein Bild und ihr, das ist so groß, dass ihr 720 Punkte drauf malen könnt, bis es komplett voll ist. So, wenn ich aber ein 720p Bild habe und es auf 1080 lang und breit ziehe, dann ist es ja klar, dass es dann nicht mehr gut aussehen kann, weil es dann verzerrt, verschwommen und sonst was ist. So, das Problem ist, mein Stick, ich musste den so oft formatieren, dies, das, ich habe den für mehr Sachen als nur Record benutzt, also fürs Aufnehmen, und deswegen hat er irgendwie Probleme damit, wenn ich auf 1080 rübergehe. Das heißt, ich kann gerade nur 720 aufnehmen. Aber da mein Cash bald kommt, werde ich mir sowieso einen besseren Stick holen und dann passt das alles, gar kein Problem. So, das ist geklärt. Und zweitens hat mein Recording Station, das ist der AFA Media Game Capture HD 2, hat er auch noch eine besondere Funktion, und zwar kann ich umschalten zwischen Spielmodi, wie der aufnehmen soll. Es gibt für eine dieses Fighting Game Dings, also wenn es so um Details geht und sonst was, und dann dieses RPG Dings, weil ich ja jetzt die ganze Zeit nur Tekken aufgenommen habe und Wrestling und weiß ich nicht, was da alles noch auf meinem Kanal ist, von der Playsy her, habe ich natürlich den Fighting Mode da drin gehabt, dieses Fighting-Mode-Dings. Jetzt, weil ich es gemerkt habe, habe ich auf RPG umgestellt. Jetzt sollte das allgemein besser sein. Vor allem lade ich diesen Part in 720p hoch, wird schneller gehen, wird nicht so verpixelt aussehen, es wird besser aussehen, das hoffe ich auf jeden Fall. Ich muss nochmal gucken, weil gerade in Luxerian ist es so, dass hier viele dunkle Stellen gibt, wo man fast Lightning gar nicht mehr sieht. Da muss ich ein bisschen aufhellen, wobei ich es nicht wirklich verkacken will. Und das war's im Endeffekt von der Info. Und bevor ich jetzt noch mehr Zeit verschwende, die wir allgemein nicht haben. Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with the official 7th part, motherfucker. 7th part of Lightning Returns. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder nicht? Nein, 7th Part. Und wenn ja, dann sorry und sonst scheißegal. Und wir müssen jetzt einfach nur hier bis um 12 Uhr gammeln. Gucken wir, ob hier ein Monster rumläuft. Dann vergeht die Zeit auch schneller. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut. What? Hier liegt was rum. Das habe ich ja eigentlich schon. Ist ja gleich soweit. Wir haben 0 EP, weil wir ja noch nicht back on the arc waren. Das hier ist später eine Mission. Dazu müssen wir aber auch rüber, um die erfüllen zu können. Und in ungefähr 10 Sekunden können wir da durch. Raus können wir immer, weil da eine Leiter ist, wenn ihr das hier
Ist eine Leiter. Na komm, ich muss da rein, hopp. What the hell is wrong with you? Let me go through here. Open the door. I shall pass. Okay, das reicht. Sehr schön, so. Ah, da ist eine Cybertruhe. Ja, one more number. Genau deswegen sind wir hauptsächlich hier. Neben den ganzen Nebenmissionen, die es noch hier gibt. Und ihr werdet auch gleich sehen, denn wir sind gleich da. Diese Allgemeingegner, ich hasse die, aber man muss die so oft besiegen. Das ist einfach nur eklig. Vor allem halten die so viel aus. Ich denke mir so, what the fuck? Ich meine, das ist New Game Plus. Und ich bin schon für diese Verhältnisse OP so ein bisschen. Stellt euch mal vor, ihr müsst so komplett neu gegen die kämpfen. Das wird euch total auf den Sack gehen. Das kann ich euch aber versprechen. Ich hoffe nur, da ich jetzt vieles umgestellt habe und sonst was, dass dieser Part nicht abhanden geht. Aber falls es so ist, werdet ihr es ja eh nicht merken. Weil ich es ja so gar nicht hochladen. Ich sollte direkt auf Dings gehen. Okay. Weil diese Motorspule, dieses Item, was ihr von dem kriegt, das werdet ihr sehr oft brauchen. Für Wunschtafel, Nebenmission, bla bla bla. Müssen wir, nein, da müssen wir nicht hin. Wir kommen da auch von hier hin. Wir sind gleich da, keine Angst. Und dann können wir für die Leute, ja, hier, nein. Ja, ja, ja. Hier, Nebenmission, das hat was mit der Katze und den Typen neben der Katze zu tun. Hier fehlen eigentlich noch Leute, aber gut. Und ich sag euch was, das sollte ich eigentlich nicht sagen, aber ich sag's trotzdem. Dieser vierte Part, den ich verkackt habe, der ist gerade jetzt am Aufnehmen. Das heißt, ich nehme jetzt schon das sixth Part auf. Und das mache ich mit der Absicht, weil ich sonst nicht einschätzen kann. Warte. Okay, der kann mir noch nicht helfen. Weil ich sonst nicht einschätzen kann, wann ich aufnehmen kann und wann nicht. Ich habe mal Zeit, dann habe ich nicht Zeit. Und das ändert sich ständig. Deswegen, gerade wenn ich Zeit habe, sage ich so, jetzt habe ich Zeit, jetzt muss ich aufnehmen. Ich kann mir da gar keinen Plan machen. Selbst dafür habe ich keine Zeit. Und wenn, dann könnte ich mich gar nicht dran halten. So, jetzt sind wir gleich da. Hä, das sollte doch an der Wand sein. Das sollte doch hier sein. Hä, what the fuck? Das ist doch nicht da hinten. Das ist hier. Irgendwo hier an der Wand. Hä? Ah nein, hier. Ich bin drei vorbeigelaufen. Da. Habt ihr sehen, wer da gerade ist? Jetzt werdet ihr es noch genauer sehen. Ich mute mich. Bye. What do you want? I'm here to help. Why do you think? Oh, and to have some fun of my own. If you're going after the goddess's children, there's something you should know. You know what this is, don't you? It's an oracle drive. It records the future. The children worship it. Yep. Whatever they see in it, they know it's a future that's bound to happen. Ha! If someone believes everything this shows, this is who's going to kill me. The Hunter. What would they end up thinking? I mean, if they saw that oracle I just showed you. Well, Savior, can you guess? Sure. It would look like the Savior appears on the final day, and she tries to destroy the world. But then a hero appears and puts an end to her sinister plan. Is that about right? The evil Savior will die at the hands of the Shadow Hunter. The Oracle says Noel's going to kill me. You got it! But you know what? They're very impatient, these Etro lovers. So they've started the hunt without him. Anyone who looks like the Savior is fair game. So why hasn't he shown himself? What's he after? If Noel's supposed to be here, why is he hiding still? Tell you what. Ask him yourself.
Noel Kreis. Or should I say, Shadow Hunter? That's what they call me. Enter stage right, ready to play your role in the show. We don't make the prophecies. They are what they are. And the future happens whether we want it to or not. You're going to try to destroy the world, and I'm going to stop you. I'm not planning to destroy anything, but I can't deny that I'm here on God's orders. Bonavelza. He named me the savior and ordered me to rescue his people. Yeah, right. Just like the Oracle says. But it's too soon for our showdown, Lightning. When the time is right, we'll put an end to this. All of it. After all we've been through, you're telling me you still think these prophecies mean a damn thing? If you want the truth, I didn't until now. Who would believe you'd actually show up again out of nowhere after 500 years? Here you are, just in time for the final act, right on cue. You have to die, Lightning. Jetzt wisst ihr es. Und Lightning sieht gut aus. Die sieht gut aus. Oder nicht? Sieht die nicht gut aus? Also ich finde, die sieht gut aus. Ich würde sie am liebsten in ihr Original Final Fantasy 13. Sollen wir das machen? Aber dann muss ich ein Kostüm verschwenden. Ich würde so gern mit Original 13er Kostüm rumlaufen. Weil das ist einfach nur King. Ich meine, Final Fantasy 13, 2 und 3 allgemein Kostüme okay, gut, aber original krank. Kranker Typ. Okay, hier sind noch alle Nebenmissionen gesperrt. Wir haben noch zu hier gemacht. Kein Problem. Wir müssen jetzt Telefon, genau. Mal gucken, was wir noch so machen können an der magischen Wunschtafel. Das ist die große Schwester von der magischen Miesmuschel. Oh Gott, das ist zu spät. Ich darf solche Sparwitze nicht bringen. Gut. Belagert. Okay. Noch gleich. Da lang. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich verkacke gerade was, weil ich irgendwas vergessen habe. Irgendwas Wichtiges. Fragt mich nicht was. Ich werde sowieso erst rausfinden, nachdem es viel zu spät ist. Aber es ist jetzt egal. Hey, zerrissenes Leder. Was geht, ja? Mann, ging das schnell. So. Jetzt haben wir die Four Figures. Ja? Der schon wieder. Bam. Gecheatet. To the goddess of death. These numbers, I say. Welcome, child. You may enter. Okay. Ab in den Friedhof. Gruselig. Hier gibt es irgendwo zwei Cyberdrohnen, aber wir laufen sowieso alles ab. Jawohl, mehr. Haha. Schade. Ich dachte, ich krieg's noch hin. So. Vorbei? Ja.
Light's life is the greatest treasure. Ich hab wusste, es ist Kategorie. So. Weg. 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 Gott, die können alle weg. Ich hab von denen noch genug. So, das sollte für den Anfang reichen. Alright then. Ne, hier geht's wieder raus. Aber noch mehr zerrissenes Leder ist doch cool. Normalerweise sollten ja andere Gestalten auftauchen. Ich weiß. So geht's schneller. Okay. Gut, dann suchen wir mal nach den Cybertron. Ich bin mir nicht sicher, müssen wir genug Zeit. Genau, solche Viecher zum Beispiel, die mag ich auch sehr gerne, weil die so cool sind und so krass aussehen und so kranke Attacken haben. So. Laufe ich wieder falsch? Nein, diesmal laufe ich richtig. Gut. Hier nicht, da nicht. Keine Cybertruhe. Die sind auf so ein verlängert. Jawohl, mehr Felknoll. Und tschüss. Hey, der hat mehr aus als das zerrissene Leder. So. Hier durch. Dadurch. Aber hier in der Nähe müsste es was geben. Weg da. Schade. Ich dachte, ich hätte ihn besser erwischen sollen. Fatz ab. Kein Bock auf deine Attacke zu warten, bist du. Du Spätsünder. Gucken wir erstmal hier. Hier sollte eigentlich so eine Art Drache. Genau. Oh shit. Egal. Den kriegen wir schon weg. Oh. Das war einfach. Ich müsste mal Zeit stoppen. Weil ich sonst zu viel EP hab. Dass ich das mal sagen darf. Okay. Ja, natürlich gibt's nicht zu viel. Ah, mit Chaos. Sehr gut. Tschüss. Challenge. Okay. Jawohl. Seelensamen. Irgendwo klingt es auch krass. Und noch einer, ja, den ich gar nicht besiegen brauche. Der ist auch, oder war ich das? Weil da war irgendwie dieses Zeichen fast. Da ist schon mal eine. Das heißt, hier müssen wir auch lang. Sehr schön. Ja, passt. Yep. Da vorne ist sie. Und noch so einer. Ich glaube, von denen müssen wir nur 30 töten. Wir müssten jetzt ungefähr die 5 haben oder so. Keine Ahnung, ob ich den schon mal davor begegnet bin oder so. Könnte schon sein. Ist für mich schon wieder zu lange her. Okay. Zur Erinnerung, wenn man ein Item hat, einzigartiges, und man kriegt es durch New Game Plus nochmal, dann kriegt es dahinter einfach ein Plus dazu. So simpel ist es gemacht. So. Ja, da geht's raus, aber wir gehen trotzdem. Alter, ich hab mich gerade voll erschreckt. So, what the fuck is that? Komm. Es gibt einen, der jetzt hier kommen würde, der würde mich jedes Mal, egal wie stark ich bin, kaputt machen. Und das wäre der Undertaker, weil jedes Mal, wenn ich den ficken will, egal wie stark ich bin, er kickt out of two, gibt mir den Tombstone, sein finishing signature Tombstone, ihr wisst. Und dann geht's mit dem Counten weiter. Aber das war jetzt genug abgedriftet vom Hauptthema.
Behold the Harbinger! The promised time is upon us. The promised time is upon us! Behold the Harbinger of Destruction! Behold the Harbinger of Destruction! Return to Chaos, our mother! Return to Chaos, our mother! The time has come. Wicked Savior, go now to Etros' side! Death to the Savior! I'd introduce myself, but I'm guessing that you already know who I am. She has come at last. It's the God Savior. Kill her! She cannot live! You're late, Hunter. It's the Hunter, just as the prophecy foretold. Answer our prayers and slay the Savior! Make the Oracle true! You murder innocent people and expect me to do your bidding? But Hunter, you know we did it for you, for the prophecy. Having a falling out? Don't insult me, Lightning. You think I'm with these guys? Fanatics with blood on their hands? These fanatics have been waiting for you, Noel. They think the Shadow Hunter belongs to them. But you were taking too long. So they panicked and started killing anyone who even looked like me! Yeah? Then I shouldn't have waited, should I? I could have found you and saved their lives. And now what? You're gonna fight me? Yeah, that's right. That prophecy, it has to be true. Has to be true? You mean I have to die? And you're the one who's gonna make it happen? Bring it on, Noel. I've been fighting Destiny for a long time now, and I'm getting good at it. Do you see them? Don't let them escape! Light, the Salvation soldiers are here. Lightning, follow me. We need to finish this, but it has to be the right place. Dieser Part sollte heißen, der Kumpel, der dein Gegner ist. Das werden wir später für eine Mission brauchen. Nicht vergessen, sehr wichtig, sonst müsst ihr extra nochmal hierher wegen nur diesem kleinen Bullshit. Und du bist auch nur ein kleiner Bullshit und jetzt tschüss. So. Wir müssen das jetzt vor 6 schaffen. Weil nicht nur wegen der Ark, sondern auch aus dem Grund, weil dann wieder der Friede zugeht und nicht der Friedhof, der Eingang zu diesem Kaff da, weil da hinten müssen wir hin, um gegen Noel zu kämpfen, dieser Bereich, der noch viel weiter nach hinten, ich zeig's euch einfach gleich, ich zeig's euch kurz auf der Karte, und zwar hier hinten, genau, da sind wir nicht durch, wir sind einfach von hier gekommen und dann hier direkt weiter und bla, so, jetzt gehen wir hier schnell aus dem Friedhof raus, damit uns diese Viecher in Ruhe lassen. Okay, den machen wir noch kalt. Der braucht so viel Zeit. Oh Gott. Schon so viel Zeit vergangen hier, Mann. Verdammt. Da kann man sich ja nicht mehr erlauben zu chillen. Lass mich da durch. Was ist denn los? Ja, komm, dann nicht. Ach so, wegen den Monstern. Ja, sorry, zu spät. Ja, die Richtung ist gut. Ja, ihr kriegt mich doch eh nicht. Ich bin der motherfucking Savior. Als ob ihr das schafft. Hoffnung. So. Ja, noch bin ich richtig. So.
Einmal das hier. So, der Code ist jetzt gelöst. Das Detektivspielen ist vorbei. Ah, schwer. Komm. Und zack. Jawohl. Gangster. Splinter Cell. Final Fantasy Edition. Nee, passt schon. So. Wo wollte ich hin? Da. Wir gucken mal kurz an der magischen Wunschtafel. Haben wir jetzt genug von denen? Nein. 72 noch 8 Leder und 9 Fellknäuel. Ja, das ist ja nicht mehr so viel. Auf jeden Fall, lasst uns erstmal. Ich stopp mal die Zeit, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache was falsch, wenn ich es nicht mache. So. Alright then. Gut. Und zack. Zum Glück kann man hier so rum und umspringen. Spart man sich viel Zeit. Ja. Zeit sparen, ihr wisst es. Hashtag ich spare Zeit. Ja, okay, übertreiben wir es nicht. Jetzt können wir hier durch. Ja, Etro Emblem. Genau das. Sonst kommt ihr gar nicht durch. Jetzt sind wir da. Das ist so bescheuert mit dem. Not you again. This is no place for kids. Oh, I'm safe. The children of chaos, they look after me. If you ask me, you're the one who doesn't belong. Is Noel that important that you chase him here? We were on the same side once. Friends, I guess. But that was such a long, long time ago. Do you think he's still your friend? See, there's only one person Noel ever truly loved, and she's long gone. The Children of Chaos told me the whole story. It's a sad but sweet tale of a proud hunter and his friend, a girl called Yule. Oh, poor Yule. She left a hole in his heart that just can't be filled. It's not surprising, though, considering that she died in his arms. In those last moments they had, she looked up and said to him, "Don't cry, Noel. We will meet again in the future." Like you'd believe that, right? But Yule was a seeress who could see the future. Now, Noel knew that, so when she told him they would be reunited, what else could he do? He had to believe her. And so, he's been waiting ever since. The poor sad fool. Centuries and centuries of waiting. All on his own. How could I have missed that? All this time, the one thing that's kept him going are his memories of Yule. Oh no, not his memories. The promise of a future gave him hope. There's another oracle drive up ahead. When you see the prophecy, you'll understand. You'll see why. He wants you, Dad. Da ist er ja. Der, den wir suchen, da. Dieser Dings da. Like he needs everything to be perfect, everything to be just right for his prophecy centerpiece. Ja, diese Dinger könnt ihr kaputt machen, dann kriegt ihr immer so kleine billige Items, die ich nicht brauche und es dann jetzt auch nicht mehr machen werde deswegen. Aber für neue Leute ist es empfehlenswert und von denen könnt ihr abhauen, ich will sie aber einfach nur killen, weil sie mir auf den Sack gehen. Da waren zwei.
Ist da noch einer? Da waren doch zwei nebeneinander, oder? Habe ich mich getäuscht gerade? Whatever. So, hier lang, glaube ich. Ja. Oh shit. Hier hoch wieder. Zum Glück kann man hier mit Leitern und so wieder hoch. Also. Muss ich da hoch? Nein. What the hell? Ich bin da immer so schnell blind durchgelaufen. Und es hat immer funktioniert. So. Weg. Da waren wieder zwei und ich habe nur einen gekillt. Ist es auf leicht normal? Ja, das klang jetzt gerade komisch auf leicht normal. Aber. So. Da lang? Nein. Hier lang. Falscher Knopf, dammit. Verzieh dich hier, ach was. Sehr schön. Gar nichts. Wie Cripple P immer so schön sagt. Ist da noch einer? Ah, weg da. Ernsthaft? Ah, dieses Schwert, was die da haben, was die da auch am Friedhof hatten, das kriegen wir auch, oder das haben wir schon. Ich glaube, das habt ihr sogar schon gesehen. So. Ich weiß, wir sind knapp, aber das machen wir jetzt auf jeden Fall noch durch. So this is the prophesized future. By killing the Savior, a brand new world will be born. Yule. So that's it. All this time, you've been dreaming of a new world where you're reunited with Yule. It's no dream, Lightning. The future is right there in the Oracle Drive. If I kill the Savior, then the world will be reborn. And this time, it's going to happen like it's supposed to. It's going to work. I failed once before, long ago. But you know that story. I defeated a friend because I believed that would save everyone. Everything went wrong. Yes, I won our fight like I was supposed to. And then he died. But that just unleashed the chaos that's tearing this world apart. So yeah, I destroyed the world. It's a hell of a thing. Snow never blamed or judged me, though. And Hope tried to lead humanity in the fight against the chaos. Of course, I fought alongside them both. Damn it, but we were fools back then. We might as well have spat in the wind the good it did. I'd already signed the world's death warrant. 5 short centuries, that's all we had. And now even that's gone. No. It wasn't your fault. It never was. If anyone's to blame, it's me. Maybe you're right. But you know what? I don't think it even matters anymore. I'm only interested in creating a new future. That prophecy is the key to my dream. My dream of seeing Yule again. I'm going to make it happen. It's nothing personal, Lightning. I really wish the prophecy didn't show you dying. But it does, and I'm sorry, but I'm going to make it happen. 500 years ago, I committed the ultimate sin. One more death on my conscience won't do anything to me. It has to be done! Is that all you've got? Damn, that god of yours gave you some serious power. I'd call it a mixed blessing. I'm more powerful than I ever was,
but it came with a price. I'm not even sure if I'm human anymore. Not human? What are you, Lightning? I wish I knew. Believe me, I've taken a lot of lives, more than I can count. If I had any humanity left, I would have been crushed by the guilt by now. Do I look crushed to you? I am going to see Sarah again. I'm going to fight for as long as it takes, give whatever it takes, even if it's my humanity. But you're not like me, Noel. I know you're different, even if it's for the future, even if it's to see Yul again. You don't have it in you to kill me. You're still human. You killed a friend once, in order to save the world, and you can't do it again. Right? You know it's true. I can see it in your eyes. You think you're safe from me? Sure about that? No. But the clock is ticking on this world, and I've got things to do before time runs out. You don't want to get in my way, Noel. You might still have scruples, but I don't. Not anymore. Damn it, Lightning! Is this all you are now? That's right. To save Sarah, I'll throw everything else away. I'll even be God's little pawn. No one's gonna stop me from trying. Not even you. You wanna find Yul? Then find her in death! Oh, I'll find her, all right. Count on it. But we'll both be alive. In a new future. In a new world that I'm gonna make happen with my own two hands! Even if it means destroying you! Jetzt geht's ab. You think you have to kill me? Das machen wir jetzt ganz cool. Ich sollte das eigentlich gar nicht benutzen, aber wir machen es halt ganz cool. Gebt euch. Five stars in your face, bitch. That's how we do it. Your dream is over, Noel. Let it go. The Hunter has failed to kill the Savior. Your prophesized future won't come true. It's all over now. You think I'll give up that easy, Savior? I'm not done yet. I am going to kill you. Sure, do your worst. Yule's still waiting for you. That's right, I'll do it for Yule's sake. Even if it means having your blood on my hands. I know if she was here, she'd try to stop me. She's gonna be disappointed as hell in me, at least for a while. But she'll get over it. And I need this future. It will be done! Why didn't you do it? Because you'll... She wouldn't... This isn't what she would want. She had the power to see into the future. Every terrible vision she saw, one after another, whittled her life away. She must have known all along when she would die, and how she would die. But even so, she never gave up hope. She didn't stop trying to make things better for all of us. She didn't stop smiling. Yet, what did I do? I saw one prophecy and I let it control me. I didn't try to fix anything, just try to kill you to make it come true. I can't do it. I wouldn't be able to look her in the eye if I did. But you destroyed the machine.
Maybe that prophecy was my last chance to see Yule, but maybe it's better this way. Maybe it's better to never see her again than make more mistakes. Did you hear that? Yule! You did the right thing. Your soul will come to me. We'll meet again. Sooner than you think, I promise. I'd say sorry, but I did try to kill you. I don't think a simple apology is going to cut it. Even if I pushed you into it? You've had 5 long centuries to brood on what happened. And I come along and force you into a corner. Maybe I'm the one who should apologize, but Yule was right. You belong in the future, and I can take you there. You deserve a new beginning. In a new world. A new world. So is your god building us a paradise? Not exactly. It's just an ordinary place, with ordinary people, working hard together to make it as good as it can be. Doesn't sound like the Shadow Hunter would be welcome there. Hey, but if I'm gonna get a second lease on life, maybe it's time I stopped living in the shadows. Right, Lightning? Abgeschlossen! Hauptmission Luxerion, was geht? Gangster! Alright then. Krank, Angriff plus 10. Als ob ich nicht schon OP genug bin. How did you know he was gonna do that? I was sure he was about to kill you. Did you sense something? I didn't know. I took a gamble on him and hoped he'd come up with the right answer. Lucky for us, he did. Also, nur für die Leute, die es nicht wissen, wo ihr gedacht habt jetzt, okay, der hätte Lightning wirklich töten können, er hätte es nicht. Sie hätte locker ausweichen können, sie hat es aber mit Absicht nicht gemacht, um zu sehen, wie er handelt. Ganz einfach. Als ob Lightning so billig wäre und sich von Noel so Hoffnung. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen, es ist leider wieder schon soweit. Hope you like that. That was actually a very cool part, I think. And yeah, the next part is hopefully gonna be even better. So that's it. Thanks guys for watching. Blue Gangsters out. Peace, YouTube world.